Und willkommen zurück zur Folge Nummer 18, Ghost of Tsushima. So, dann schauen wir doch mal. Genau, in der letzten Folge haben wir unsere Waffen und Rüstung ein bisschen aufgewertet. Ihr seht es ja, mein Hut sieht ein bisschen anders aus jetzt und die Kleidung auch minimal. Ja, so haben wir jetzt ein bisschen mehr Angriffsschaden und so weiter. Schauen wir mal, wie das auswirkt. Gut, und wenn es euch gefällt, ihr wisst ja wie immer, Däumchen wäre ein Träumchen oder auch Abo oder auch ein Kommentar. Alles gern gesehen, Leute. Jetzt will ich aber sagen, wir gehen mal zur Itsukaka-See. Keine Ahnung, wie das ausspricht. Und da ist noch ein unentdeckter Ort. Den schauen wir uns doch jetzt noch schnell an. Und dann würde ich sagen, machen wir auch mal in der Hauptstory ein bisschen weiter. Da unten ist eh schon der See. Können wir mich mit dem Pferdchen hinreiten? Geht schneller. Sehr gut, Kage. Schnell, Kage! Jetzt mal auf der Insel da drüben. Itsuhara-See. Okay, Heiko verfassen. Ach so, ja. Okay. Da kriegen wir dann schon eine Stirnband wieder. Zuflucht sinnieren. Ein goldener Tempel. Tief im Schatten der Natur. Erheben wir uns. Ne, das ist auch blöd, oder? Ein goldener Tempel. Tief im Schatten der Natur. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwelche bestimmten... Unbeugsam wie je. ...irgendwelche bestimmten Reihenfolgen gibt oder so. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, Leute. Stirnband der Zuflucht. Das ist eigentlich bloß... Ja. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Oder wenn ich das jetzt ran tue. Okay, dann habe ich ja meinen Hut nicht mehr auf. Das ist scheiße. Den Hut will ich schon haben. Das war der hier, gell? Hä? Wo ist mein Hut? Hat er schon so einen schönen Hut? Ah, der hier ist es. Genobi Strohhut. Schaut doch cool aus. Mir gefällt es. Warte mal, wir schauen uns mal hier um. Ich finde so eine kleine Insel immer recht cool. Scheint aber nichts mehr zu sein. Okay, was ist das hier? Die Geschichte von Fürstin Masako. Samurai-Clan-Rüstung. Ich würde sagen, oder warte mal, was gibt's denn hier? Na, wir gehen mal hier hin. Wir machen mal hier weiter. So habe ich jetzt hier nichts mehr. Na klar, wenn man jetzt hier weitergeht, da kommt dann bestimmt was, aber das geht bestimmt auch mit der Hauptrolle dann auch dorthin. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier weiter. Ich
670 Meter. Reise zum Adachi-Anwesen. Machen wir das doch. Haut euch nur! Haut euch nur! Alles in die Richtung, ja? Ich glaube, können wir hier hochklettern? Nein, hier geht's nicht hoch. Hier geht's nicht hoch. Dann müssen wir einmal bitte rum. Wir müssen jetzt eh wieder gut sammeln an Vorräten und so weiter, wenn wir uns ganz schön was ausgeben. Alter. Komm, wir hätten mal hier durch, der hätte gar hinreißen können. Nein, ich habe kein Geld mehr, dass du mich um meinen Bogen kümmern kannst. Eigentlich könnten wir das umsonst machen, ganz ehrlich. Ich bin echt gespannt, wann es ins sechste Gebiet geht oder wann mir das Spiel sagt, ich soll ins sechste Gebiet gehen. Da bin ich echt schon gespannt. Und immer noch im ersten Gebiet, Leute. Okay, ich konnte jetzt in letzter Zeit nicht so viel zocken, deswegen bin ich da ziemlich hinten dran. Aber es hilft leider nicht. Wie gesagt, heute ist der 18.10. bei mir. Wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon ein bisschen später. Und die PS5 kommt ja am 19. Also ziemlich genau einen Monat. Und falls wir das bis dahin noch nicht durchhaben sollten, weil ich kann ja auch nicht so viel spielen, spielen wir es halt einfach auf der PS5 dann weiter. Einfach Spielstand rüber, kopieren in die Cloud hoch und dann Game installieren und dann geht los. Haben wir auch 60 FPS dann. Okay, hier müssen wir richtig sein. Dann schauen wir erstmal, ob hier irgendwelche Gegner rumlungern. Sieht aber ziemlich leer aus. Das Anwesen des Adachi-Clans. Fürstin Masako müsste hier sein. Fürstin Masako! Hier ist Jin Sakai! Ich suche das Gästehaus. Tötet ihn! Wo ist Fürstin Masako? Sag mir, wo sie ist! Wer waren diese Männer? Alter Schwede! Keine Mongolen, keine Banditen. Ich muss rausfinden, was hier passiert ist.
Jemand ist hier eingedrungen. Wie grauenhaft. Eine Naginata. Die Waffe der Frauen des Adachi-Clans. Sie haben ihre Familie verteidigt. Sie haben versucht zu entkommen, haben die Kinder durchs Fenster gereicht. Falls jemand überlebt hat, ist er vielleicht zu Pferd geflohen. Ich schaue in den Ställen nach. Hey, Penner, ey. Leere Ställe. Jemand nahm die Pferde mit. Das Blut ist trocken. Okay. Auf dem Pfeile hier, ey. Hufspuren. Jemand ist von hier geflohen. Es gibt eine Spur. Fußspuren. Der Reiter wurde verfolgt. Bogenschützen haben den Reiter gejagt. Der Reiter war geschickt. Er wusste, wie man Pfeilen ausweicht. Hier sind Spuren, Pferd. Ein totes Pferd. Das Pferd gehörte dem Adachi-Clan. Seit Tagen tot. Alter. Fürste Masako, ich bin's. Masako! Jin Sakai. Es hieß, kein Samurai sei aus Komoda entkommen. Mein Ehemann. Fürst Adachi starb den Tod eines Kriegers. Für unsere Heimat. Unsere Heimat. Warum seid ihr hier? Der Mongolenkhan hat Fürst Shimura gefangen genommen. Wenn euer Clan mir hilft, können wir meinen Onkel retten und eure Männer rächen. Der Adachi-Clan ist tot. Massakriert von unseren eigenen Leuten. Verräter. Warum töten sie die, die schworen, sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden. Ich begleite euch. Nein, stellt eure Belange nicht zurück für meine. Die Familie der Samurai sind meine Belange. Ich weiß, was es heißt, der Letzte seines Clans zu sein. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Werdet ihr nicht. Kommt mit mir. Die Geschichte von Fürstin Masako. Folge Masako. Ich habe Feinde bekämpft. Sie wollten beenden, was sie begonnen hatten. In der Nacht, als mein Mann und meine Söhne zum Kampf gegen die Mongolen aufbrachen, kamen die Täter zu unserem Haus. Hierher! Ja, Entschuldigung. Meine Schwester nahm die Kinder und floh. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne und kämpfte gegen die Angreifer. Es waren zu viele. Und dann war nur noch ich übrig. So endete es auch für mich in Komoda. Für mich. War es nicht vorbei. Ich habe sie hier begraben. Mit dem Rest unserer Familie. Okay. Ich habe versucht, sie zu retten. Aber die Mörder erwischten sie auf der Straße. Und brachten sie um. Meine Schwester, meine Enkelkinder, sogar die kleine Natsu. Sie war
gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. Das hätte nie passieren dürfen. Meine Schwester hätte mit ihrem Gemahl im Norden begraben werden sollen. Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Okay. Kommt. Wir reiten zum Goldenen Tempel. Goldener Tempel. Waren wir hier nicht schon mal? Ich weiß es gar nicht. Und ihr musstet das alleine tragen. Ich bin nicht allein. Die Mörder sind am Leben. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Jede Sekunde, die diese Mörder frei rumlaufen, machen mir Schande. Sucht die Schuld nicht bei euch. Aber es ist meine Pflicht, sie dafür zu bestrafen. Ihr werdet ohne mich reingehen müssen. Findet den Mönch namens Sogen und erzählt ihm vom Schicksal des Adachi-Clans. Was habt ihr vor, Fürstin Masako? Ich bin eine trauernde Witwe. Wenn ihr mit Sogen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiedin. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Okay. Das werde ich tun. Danke. Ich warte auf der anderen Seite des Tempels. Suche nach Sogen. Ich bin gespannt, was hier wieder Gegner dann sind. Fürst Sakai. Ach, die, hier sind gar keine drin, oder? Fürst Sakai, es ist mir eine Ehre. Okay. Ach, das ist unser Tempel von vorher, mein Gott. Rüstungsschmied ist hier hinten. Wie sitzt eure Rüstung, mein Herr? Fürstin Masako schickt mich. Sie meinte, ihr repariert etwas, was sie mir geben wollte. Die Rüstung. Eines der schönsten Stücke, an dem ich je arbeitete. Ich hole sie. Jetzt habe ich gerade meine Rüstung aufgewertet. Ich drehe durch. Samurai-Clan-Rüstung. Eine robuste Rüstung, die einst einem der Söhne von Fürstin Masako gehörte. Sitzt wie angegossen, mein Herr. Okay, sieht doch beschissen aus. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. Sieht auch beschissen aus. Okay, aber hier sieht es schon ein bisschen geiler aus. Oh, wir brauchen Vorräte. Wir beten für eure Sicherheit, mein Herr. Suche nach Sogen. Sind eure Vorräte in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. 6 Vorräte. Okay, was verkaufen für ein paar Vorräte, Mensch? Ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk, Herr. Kann ich auch nicht. Meinen Dank. Wo ist denn hier ein Händler? Haben die Mongolen ja doch für mich getan. Wie könnt ihr das sagen? Fürst Sakai. Es ist mir eine Ehre.
224, da wollen wir noch 26. Vielleicht ist hier drüben noch ein bisschen was versteckt. Und da was. Passt auf euch auf, Fürst Sakai. Verbessern, mein Herr. Hör. Fürst Sakai, es ist mir eine Ehre. Es gibt keinen Ersatz für einen schönen Bogen. Gibt's nix. Wartet ab. Wo ist denn aber? Hier ist kein normaler. Kein normaler Händler. Machen wir jetzt anders. Händler. Gehen schon mal da hin, schauen, ob wir was verkaufen können, weil dann kann ich die Rüste nämlich gleich aufwerten. Sehen, was ich habe. Danke. Danke für alles. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Qualität. Jetzt müsste ich ja eigentlich im Tisch, genau. Jetzt könnte ich wieder einmal hier hinüpfen und könnte zur Rüstungsschmieden gehen. Da kann ich den gleich mal aufwerten. Fürst Sakai, es ist mir eine Ehre. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Viel besserer Schutz. Okay, sieht schon besser aus. Jetzt müssen wir schauen. Suche nach Sogen. Nach Sogen. Habt ihr von Kyosen gehört? Dem Erzähler? Was ist er? Er soll sich selbst gebildet haben. Es kann seine Fotografie finden. Was? Mein Herr! Mein ihr Herr, seid hier! Geht nicht in die Wälder von Kashine. Dort hausen wütende Geister. Tote Samurai, die auf Blut aus sind. Wir befinden uns im Krieg. Ich bezweifle, dass Geister das waren. Wer den Wald betritt, kommt nie wieder heraus. Mongolen wie auch Japaner. Die gefundenen Leichen wurden alle von Samurai-Klingen getötet. Menschen benutzen Klingen, keine Geister. Ich sehe mir das an.
Hier steht aber auch nichts da. Suche nach Sogen. Ziele, ja. Sucht ihr jemanden, der euch... Soll ich euren Bogen verbessern, Herr? Irgendwie schafft ihr es durch die Mongolen flossen. Es ist der einzige Weg. Mein Herr, ihr seid hier. Vielleicht hier oben? Schon hier irgendwo seinem. Mein Herr, ihr seid hier. Wir sprechen einfach mal mit allen. Ich kam direkt hierher, abseits der Straßen, wie ihr sagtet, Fürst Zakai. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Wie hält sich euer Kleiner? Er ist tapferer als sein Vater. Die Leute wollten mir nicht glauben, dass ein Samurai uns hergeschickt hat. Passt auf euch auf. Und auf den Kleinen. Die Leute hier haben nicht viel zu geben. Doch wir werden nach Kräften helfen. Siehst du? Das Vorräte in dieser Gegend? Das weiß ich nicht. Doch die Kami helfen euch, wenn ihr ihnen Respekt erweist. Findet die Tori-Tore und folgt ihnen zu einem Schrein. Dort werdet ihr fündig. Es heißt, ein Kami-Talisman könnte das Schicksal ändern. Solche Hilfe brauche ich. Fürst Zakai, es ist mir eine Ehre. Habt ihr hier das Sagen? Ich betrachte mich mehr als ein Diener, mein Herr. Bitte, nennt mich Junshin. Ich machte diesen Tempel zur Zuflucht für unser Volk. Ich werde es weiter sagen. Wenn Sie die Reise nicht schaffen, gibt es bei Ariake auch Lager. Ich versorge Sie mit so viel Essen, wie ich kann. Gut zu wissen. Ich suche einen eurer Mönchsbrüder. Einen Mann namens Sogen. Ich glaube, er fegt die Tempelterrasse. Hab Dank, Junshin. Setzt euer gutes Werk fort. Okay. Da ist er doch, der Sogen. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Adachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Verräter aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflucht suchen. Der kommt mir nicht ganz koscher vor. Danke für eure Zeit. Natürlich. Okay, wir sollen mit der Fürstin sprechen. Wir sehen zu euch auf. Thank you.
Ihr habt die Rüstung. Jo. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Zogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Ihr glaubt, Zogen steckt hinter dem Massaker? Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber Grund, ihn zu verdächtigen. Zogen kam zu Beginn des Herbstes aus Kamiagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision, Planung. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Okay, waren wir vorher schon mal oben. Wo ist dieser Mensch? Das ist Zogen. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf. Ich hätte gewusst, dass der nicht ganz koscher ist. Hier können wir hinunter. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Stein zu Stein. Und jetzt erstmal schauen, wo er stehen bleibt, der Hund. Gebüsch wäre es nicht schlecht. Versteckt euch. Das alte Gasthaus. Gehen wir näher ran. Hier. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Er hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren. Jetzt wissen Sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mäßigt eure Stimme. Ich gehe rein. Kommt erst wieder, wenn sie tot sind. Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben.
kämpfen wir! Es gibt kein Entkommen, Sorgen. Ihr habt den Adachi-Clan ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Boah, leg den um, ich hasse den. Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako. Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich. Den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Ja, genau. Masako! Er hätte niemals geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Kein Essen mehr da. Sie waren lange hier. Ersatzwaffen. Sie haben Verstärkung erwartet. Namen. Und ein Symbol. Sogen Sadao Mai Kajiwara Omura. Masako kennt sie vielleicht. Nö. Ein paar Namen bloß. Eine Liste mit Namen und ein Clan-Symbol. Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir, dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Gemeinsam. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Rettung eures Onkels, okay. Werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun.
Okay, wir haben anscheinend neue Verbündete. Sehr schön. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, jetzt sind es doch schon wieder 40 Minuten, ein bisschen mehr. Schauen wir doch in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und genau, wie es in der Geschichte auch weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten, Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.